Ja, aber Bruno benimmt sich irgendwie komisch wie ein Freak. Also, vielleicht rufen wir sie jetzt an und drehen dieses Video. Schließlich warten die Abonnenten darauf. Das ist richtig gefährlich. Diesmal werden wir niemanden anrufen und erst recht niemanden einladen. Wir werden wir nicht anrufen. Wir haben es den Abonnenten versprochen. Für die Abonnenten sind wir zu allem bereit. Besonders mit dir, Bruno. Denn wir sind durchtrainierte, riesige Kerle mit krassen Muskeln, Sixpack und haben echt viel Kraft. Ja, wir gehen jedes Wochenende mit Atom ins Fitnessstudio, oder? Warum hab ich euch das letzte Mal gerettet und nicht ihr mich, ha? Na ja, also weil du ein Mädchen bist und Mädchen treffen alle wichtigen Entscheidungen. Okay, aber zuerst müssen wir irgendeinen Plan entwickeln. Ich habe einen Plan. Ihr müsst nur mit mir mitkommen. Lasst uns dieses Video machen und rufen unsere Doppelgänger an. Nein, das ist irgendwie komisch. Ja, okay, lass uns gehen. Ah, hier, Leute, jetzt werden wir mich anrufen. Ja, hier. Hier, lasst das Telefon hier eingeschaltet und versteckt uns dann in der Dusche. Versteht ihr, Leute? Damit wir, wenn mein Doppelgänger kommt, wir ihn mit einem Angriff ihn überraschen können, wenn er das Telefon holen kommt. Warum sprichst du denn so komisch? Ja, sei doch normal. Normal ist er. Komm, wir müssen schnell anrufen und ihn dann schnappen, weißt du? Hier. Ja, ich rufe mich selber an. Das Telefon bleibt hier und wir verschwinden. Leute, ja, versteckt euch im Badezimmer, komm. Hier rein? Ja, hier rein. Schnell, ja. Ja, los, schließ die Tür. Gut, dass wir es geschafft haben, bevor der Doppelgänger abgehoben hat, nicht wahr? Ja. Jetzt wird der Doppelgänger an das Telefon gehen. Und wir werden ihn gemeinsam fangen. Spaß beginnt. Oh, ich glaube, jemand ruft mich gerade an. Warte, du bist der Doppelgänger. Bist du der Doppelgänger? Hey, warte. Öffne. Alina, warum haben wir den Pech bei sowas immer? William Bruno ist nicht William Bruno. Das ist ein Doppelgänger. Ja, ich hab verstanden, dass es ein Doppelgänger ist. Ich hätte dir die ganze Zeit gesagt, dass ich sich irgendwie komisch benimmt. Bist du ein Doppelgänger? Ich weiß es nicht. Ja, und jetzt schließt die Tür und ich gehe jetzt zu Alinas Doppelgänger und komme dann zu ihm zurück. Scheiße, was sollen wir tun? Also. Ich habe in einem Film gesehen, wie sie mit dem Fuß rausgeschlagen wird. Wir müssen es versuchen. Mach du zuerst. Ich bin zwar stark, aber doch nicht so sehr. Und du bist ein Junge. Du wirst das jetzt doch easy schaffen, oder? Bist du komplett verloren? Leute, Mädels sind in der Wirklichkeit richtig krass. Mädchen sind kreativ, geschickt, schlau und überhaupt stärker als alle auf dieser Welt. Ohne Frauen würde diese Welt überhaupt nicht existieren. Also los, tu jetzt! Warte, Artyom, ohne Jungs würde diese Welt auch nicht existieren. Jungs sind einfach cool und clever und intelligent. Und sie denken logisch. Deshalb bin ich mir sicher, dass du jetzt logisch denken wirst und diese Tür aufbrechen wirst. Hier, Mädels, schreibt in die Kommentare, wie cool diese Jungs sind. Jungs sind vielleicht cool, aber Mädchen sind dafür hübsch und riechen auch so gut. Weißt du, wie der Bruno zum Beispiel riecht hier? Riecht mal, wie es nach mir stinkt. Das riecht nach einem echten Kerl. Voll cool. Hör mal, lass es uns so machen. Die Zuschauer schreiben uns einfach, wer stärker ist, Jungs oder Mädchen. Schreibt. Hey Leute, wirklich, ohne eure Kommentare komme ich hier nicht weiter. Schreibt, was ihr drüber denkt. Wer wird diese Tür effektiver aufbrechen? Ein Junge oder ein Mädchen? Da du diese Idee hattest, bestätigst du, dass du schlau bist. Leute, jetzt werden wir unsere Kräfte zusammen machen, da wir beide cool sind. Ah, das ist so, als ob bei mir es nicht klappt. Und bei dir dann auch nicht. Aber wenn wir uns in einen Roboter zusammensetzen, wird es bei uns funktionieren. Ja, okay, lass uns anfangen. Bist du dir sicher, Artyom? Ja, Lena, ich bin sicher, dass es ein großartiger Plan ist. Los geht's! Und... Hey, geiler Plan, du bist echt krass. Ja, ich bin arschstark. Tu dein Kopf weh? Nein, ist okay. Und jetzt werden wir uns um diesen Doppelgänger kümmern. Aber warte, und William Bruno finden? Ah, genau. Lass uns trotzdem versuchen, Bruno zu antworten. Also, wenn du bereit bist, so ein Risiko anzugehen, weil du ein Mädchen bist und immer an Zweifeln bist, geht es schon. Ich bin nicht verzweifelt.
Okay, Bruno? Ja? Bist du es? Und was schreibt er? Oh, er schreibt. Ja, sie haben mich eingesperrt. Okay, frag wo? Ich sag gleich, dass er uns auch eingeschlossen hat. Er hat uns auch eingeschlossen. Ist er wirklich so dumm? Wir haben es geschafft, uns zu befreien. Er schreibt, hilf mir. Und hat ein Video geschickt, hier. Leute, also ich habe im Internet gelesen, dass man auf gar keinen Fall um 3 Uhr nachts vor einem Spiegel wegschauen soll. Und jetzt drittes, schaut mal, es ist gerade da, schaut selber, 3 Uhr nachts, es ist 3:02. Und deshalb habe ich einen Spiegel vor mir. Und jetzt werde ich dort reinschauen, gucke weg und schaue, was passiert, weil es mich wirklich interessiert, was passieren wird. Weil niemand hat dort geschrieben, was genau passiert, und gesagt, nur auf keinen Fall es nicht zu machen. Lass es versuchen. Also schau rein. Und, Leute, jetzt schau ich schaue weg. Okay. Nun, ja, also, irgendwie, ey, wie immer, verdammt, irgendein Scam im Internet. Ich hab's gelesen, Mann, nichts ist passiert. Alles klar. Also, Leute, wisst ihr, was sie jetzt machen werden? Hört zu, Leute. Eigentlich sind Dali nicht jetzt im Studio und sie ist im Großraum und ich werde sie jetzt pranken. Hey, kommt mit mir. Leute, mein Prank ist schon fast fertig. Schaut her, ich habe hier eine volle Schachtel mit Bonbons, aber jemand hat die Hälfte gegessen. Das war safe, Safi. Er nascht immer meine Bonbons. Egal, macht nichts. In diese Bonbons habe ich kleine Pfefferkörner dort reingesteckt. Und jetzt werde ich Aline ein paar dieser köstlichen Bonbons anbieten, denn sie ist im großen Raum. Sie liebt sehr Süßigkeit und wird es safe nicht ablehnen können, weil sie ist einfach nur lieb zu naschen. Hey! Aline, willst du ein paar Bonbons? Ich habe dich hier ein paar Bonbons gebracht. Sehr süß. Alina, probier mal diesen, das sind einfach nur geile Bonbons. William, das war dein größter Deal. Er schaute um 3 nachts vom Spiegel weg und jetzt ist er im Spiegelreich. Nachricht von ihm. Ich habe mein Handy in der Ecke im Lager gefunden. Dann müssen wir dorthin rennen. Komm, lauf. Und ich bin ja mit dir. Und los. Ach, ja, komisch. Die Tür ist offen, aber er hat geschrieben, dass er eingeschlossen ist. Bruno. Hey. Bro. Bruno. Hallo. Bist du hier? Er hat gesagt, dass er hier ist. Im Lager ist er nicht. Vielleicht wirst du ihm schreiben. Genau. Schreib, vielleicht gibt es wenigstens in den Nachrichten eine Antwort. Wo bist du? Warum ist es hier so kalt und feucht in unserem Lager? Und woher kommen hier so viele von diesen Spiegeln? Ey, krass, die waren hier noch nie. Ich glaube, mir hat jemand eine Nachricht geschickt. Aline hat geschrieben, wo bist du? Ja, wie bitte, wo bin ich? Ich bin im Lager! Geschrieben, dass er im Lager ist. Ich werde schreiben, dass wir auch hier sind. Wir auch. Schreib wo? Wo ja? Wir auch? Das kann doch nicht sein, Mann. Wie können Sie im Lager sein, wenn ich im Lager bin? Das kann nicht sein. Jetzt schicke ich ein Foto von mir. Oh, ich stehe hier auf dem Kreuz, wo unser Vorrat ist. Sie wissen genau, wo das ist. Oh, schaut mal, ich schicke gleich dieses Foto. Artyom, er hat geschrieben, das kann nicht sein. Und ein Foto. Er steht neben dem Kreuz. Hier ist dieses Kreuz. Das kann doch nicht sein. Ja. Vielleicht ist irgendein Paint oder... Photoshop? Ja, vielleicht Lightroom oder so. Verdammt, das ist doch safe hier. Vielleicht hat er sich allein dort versteckt hinter den Regalen und verstellt sich alleine, um uns zu verarschen. Also, wo sind sie denn, Mann? Ich verstehe überhaupt nicht, wie sie im Lager sein können, wenn ich im Lager selber bin. Verdammt, ich würde gerne Wasser, aber hier gibt es, ey Leute, hier gibt es überhaupt kein Wasser, obwohl wir jede Menge Flaschen mit Wasser haben. Oh, ich weiß nicht, vielleicht nehmen die etwas Wasser mit. Ich habe hier überhaupt kein Wasser. Überhaupt nicht, Mann. Ey, wo ist das ganze Wasser? Ich habe es so Durst, kommt schneller, Leute. Was meint er mit kein Wasser? Wir haben doch eine Menge Wasser. Einfach eine Menge. Ich habe gestern was bestellt. Er könnte wenigstens das hier trinken. Wovon redet er überhaupt? Als ob er hier ist, aber auch gleichzeitig nicht hier ist. Und? Oh.
Wir werden euch bald nie wieder mehr finden, weil wir ihn in ein paralleles Universum geschickt haben. Na komm schon, aber während die beiden da drin Unsinn machen, kümmern wir hier um ein paar echte Dinge und räumen ein bisschen auf, denn hier ist ein ganz schön schmutzig, ey. Er wird nie wieder mehr zurückkehren, aber ihr würdet ihn gleich besuchen. Ja! Wie geht's dir? Wir haben nur eine Chance, ihn zu besiegen und Bruno zurückzubringen. Ja, komm her! wisst ihr was? Manchmal verstehe ich die Jokes meiner Freunde überhaupt nicht. Sie sagen, sie sind im Lager, aber sie sind überhaupt nicht im Lager, ey. Hier gibt es nur diese dumme Schuhe. Heilige Bimba. Ich sehe schon diese Doppelgänger. Ich dachte schon, mein Doppelgänger lebt in diesem Spiegel. Stellt euch das vor. Hoffentlich kommen Atom und Alina schon bald. Es hat funktioniert. Woher wusstest du bitte schön, dass wenn du diese Wasserpistole benutzt, er einfach verschwinden würde? Er ist mir einfach in die Hände gefallen. Plus der echte Bruno hat etwas über Wasser gesagt. Also im Paralleluniversum gibt es kein Wasser. Anscheinend gibt es dort kein Wasser, weil es die zerstört. Ja, und das ist unsere Möglichkeit, sie in unserer Welt zu besiegen. Denn in unserer Welt gibt es genug Wasser. Ja, ein paar Tropfen habe ich immer dabei. Wir werden uns vorbereiten und dann werden wir anfangen, sie zu vernichten. Bereit! Ja! Siehst du das? Da sind sie! Siehst du dasselbe wie ich! Unsere Augen sind doch gleich, oder? Misty, wenn ich du jonglieren könnte! Und hopp! Attacke! Gemacht. Jetzt drehen sie nur! Okay, na nimm das hier! Nochmal! Und noch ein bisschen und... Ja, komm schon! Ja, komm, los, durch weiter und noch der letzte Wurf und... Und hopp! Verloren, Mann! Komm schon, nochmal! Los, jetzt! Keine Wasserbomben mehr! Was machen wir jetzt? Keine Sorge, ich werde Ihnen gleich eine Lektion erteilen. Alle Wasser! Ah, nein! Leute, sie war gerade noch da. Wir haben sie besiegt. Hey, hör mal, lass uns die dann schlafen. Jetzt kommst du ins Spiegeluniversum. Job, hilf mir! Wir werden dich mitnehmen. Was soll ich jetzt tun? Ich hab nichts. Wir brauchen dringend Wasser. So, da habt ihr es, den bösen Doppelgänger. Artyom, die sind weg! Steh schnell auf, los, schnell! Hier ist ein Tuch, ich hab immer eins dabei, wisch dich ab! Und wo ist Bruno? Wo? Ich weiß es nicht! Im Lager! Stemm! 51! 52! Welche Doppelgänger? Wo wart ihr die ganze Zeit? Mir wurde so langweilig. Nein, immerhin habe ich Wasser gefunden. Wo warst du denn? Du warst in einer parallelen Welt. Du warst hinter den Kulissen. Spiegelreich eigentlich. Spiegelreich?
gleich. Was für eine andere parallele Welt. Ich war hier im Lager. Ihr seid hier völlig durchgeknallt. Ja, du warst hier, aber in einem Paralleluniversum, weil wir hier auch waren. Und wie bin ich dorthin gekommen? Du hast ein Video um 3 Uhr morgens gedreht und dich vom Spiegel weggedreht. Ah, deshalb haben sie im Internet geschrieben, dass man um 3 Uhr morgens nicht vom Spiegel wegschaut. Jetzt klick auf dieses geile Video hier direkt auf der Bildschirm mit der Caption. Klick, genau hier drauf. Klick und genieß dieses Video. Es ist ein cooles Video. Komm schon, es lohnt sich. Komm schon. Ab geht's, komm, ciao.